Der hat eine Gelegenheit gehabt gegen einen Bodenkampf-Champion, hat leider nicht geklappt, aber beim nächsten Mal dafür. Teil. Ihr wisst, was es heißt. Ja? Liken, abonnieren, teilen, alles Mögliche, damit das Video viral geht. Er denkt, er kämpft auch. Und? Hilfe. Hier ist Rippe. Hier. Das sieht geil aus. Ey, die haben gestern auch so viele Videos gepostet. Wer? Von der Tribüne. So, Yusuf, wie geht's dir? Alhamdulillah, Bruder. Hast du Gewicht geschafft? Mein Gewicht ist geschafft. Wie viel Kilo? 70,4 genau. Sehr stark. Und jetzt aufladen. Stark, stark. So, ihr Lieben, wir sind endlich fertig mit dem Wake-Up. Gewicht hat gepasst. War eine lange Nacht, aber Alhamdulillah, morgen geht's los. Nicht vergessen, um 17 Uhr die Showwaage in der Europapassage. Kommt alle vorbei. Europapassage wird beben. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Du bist auch feiern, ja, ne? Ja, okay. Ich ruf mal der Ader. Hallo, Robert. Ja, Baby. Wie geht's, Bruder? Genau denn? Dankeschön, wie geht's dir? Walla, Bruder, alles gut. Bruder, 13 Uhr, zwei Personen. 13? Also zwischen 13 und 13.30, Bruder. Weil wir sind davor beim Arzt. Also 13 Uhr, 13.15 Uhr, spätestens 13.30 Uhr. Was war das? Das war auch im letzten Break, hat so gar keinen Appetit. Weißt du noch? Weißt du, letzter Break hat? Genau so, ich hatte gar keinen Appetit. Kein Dings da, ne? Ey, deine Bandagen, ne? Durch. Ich dachte, das ist irgendwie, ich hab da reingedrückt, etc. Ich will einfach nur noch essen. Wohin geht's jetzt? Was willst du bestellen? Oder alles, was es auf der Karte gibt. Eigentlich gefüllt haben. Ja. Bruder, für mich einmal Fette. Genau. Dann einmal Eggy Pop. Gespiegelt. Honig Türki, ne? Und uns zwei. Und einmal Honig Türki, bitte. Was? Was soll das sein? Honig Türki. Honey-Tick? Genau, Honey-Tick. Du gut. Oder für mich genau dasselbe. Aber was ist das wirklich? Was ist das wirklich? So auf, so auf. Verzweifelt! Oh, nee. Thank you.
10. Ja. Ich mach ganz fleißig Werbung hier, dass wir morgen die Hütte voll machen. Ne? Eine geile Show. Chef André. Ja. Ne? Ja. André? Ja, auf jeden Fall. Morgen wird geballert. Morgen wird geballert. Gute Gyms, wir haben sehr gute Jungs, die ja, Potenzial haben, was Großes aus sich zu machen. Ja, es hat einfach nur eine große... MMA-Kämpfer, der hat das Ganze hier in Hamburg sehr groß gemacht. Erkennt man nicht nur an den Ohren, sondern merkt man auch in den Fäusten. Und ich will euch einfach nur sagen, genießt jetzt das Weight-In. Wir sind gleich ganz starke Menschen. Ich danke, dass ihr alle zahlreich erschienen habt. Und ich übergebe ein Mikrofon an Holger, damit er loslegen kann. Alles klar, Dankeschön. Frankreich. Geht mit rechtem Fuß rein, ne? So, hallo, Bruder. Wie geht's, Bruder? Alles gut, Bruder? Wie geht's, Bruder? Jetzt, wir müssen aufschneiden, ne? Bruder, die Karten. Ihr braucht die Karten, ne? Ich hab die. Ja. Das ist kaputt. Wir haben nur noch Essen und nichts. Wo sind das? Hosen hier.
Dann kann ich meine nehmen. Meine ist ein bisschen natürlich ist es von uns. Du musst einfach nur sagen, rot oder links hier, graue Ecke. Geil, Bruder, XL, rot. In welche Ecke bin ich? Welche Ecke? Asman? Ecke, welche Ecke? Ja, gib mir rote Ecke. Rote? Kann man, Bruder. Der ist auch gut. Nein. Ja, das ist sicher. Ich glaube, wo ist das? Rot, ne? Pardon? Ja, wir haben ja noch. Oder da kommen noch dicke Bandagen rein. Deswegen. Ja, aber hast du, was ist das überhaupt? L. Ich hab XL. Nee, warte mal, ist das L? Doch, L. Das weiß sich aus. Das ist, ich würde das so lassen. Weil LXL ist so ein bisschen lasch, du willst ja damit schlagen. Ja, okay, dann. Dann nimm ich die, Bruder. Ja? Ja, ja, danke. Bruder, unser Team ist auch drin, ne? Ja, ja. Unser ganzes Team? Ja, ja. Hier siehst du alle, die hier sind, Digga. Ja, okay, danke, Bruder. Mohammed Diaz. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Aber die Jungs haben... Ja, quasi. Alles gut, ich hab schon geguckt, halt daran. Was gibt's? Wir sollen zusammen Wie Seite von der Reihe. Ja, komm, wo gehen die rein? So? Von hier. Ey, kommst du mit diesen Nickname, was du in Gruppe geschickt hast? Welches Lied? Was doch ein Lied. Ich komm mit amerikanischer Hymne. Ich wollte alle deinen Fans, Bruder, warum gibt's das so? Heute Anfang, laut Stimme hoch. Ja. Ey, Bruder, wir kämpfen aber nicht in so einer Helligkeit, ne? Tolle. Frech, ne, Bruder? Frech. War drei Jahre nicht im Training. Kommst du nicht mehr in die Medik, sondern ich komm jetzt. Bruder. Du gehst auch nicht. Ich hab mich geschnitten, dass mein Ausreden... Zeig mal die Kamera. Ja, Bruder, man rutscht echt aus, ne? Bruder, sterb, ich bin jetzt wieder zum Wasser. Na, da, gut. Bruder, was ist das für ein Bruder? Bruder, wie ist Octagon? Ist gut, Alhamdulillah, gut gemacht. Nee, das ist schön. Boah, jeder, der sitzt, Digga. Jeder, der da sitzt, wird Probleme bekommen. Meine Prognose von meinem Bruder, ich sag mal. Achso, die Kamera läuft jetzt. Ja, Kamera läuft deswegen. Prognose. Prognose, bitte. Ich sag mal, zweite Runde, dritte Minute, durch Knockout machst du es, inshallah, Bruder. Das ist meine Prognose. Anfang der Runde. Die Prognose von Zelle AB. Die Prognose von Zelle AB. Zelle AB, erste Minute, erste Sekunde Knockout. Von Zelle AB, ich sag mal, dass es eine 3 Minuten ist. Zweite Runde auch. Anfang zweite Runde. Bei Solo ist Benziner. Oder er kommt sofort. Der Motor geht. Bei mir ist Diesel. Bei mir ist Diesel. Elektro. Oder bei Solo alles wird erst Raum sein. Nein, ich sag dir. Ich mach dir auf Punkte, Bruder. Ganz ja, sicher. Auf ganz Punkte. Ohne viel. Inshallah, Bruder. Genau. Hauptsache Sieg, Bruder. Hauptsache. Ich mach mal Check, wenn der Bruder nach vorne. Also ich krieg vielleicht auf jeden Fall mal. Ja, das ist ein Tag. Ich hätte was vor dem Sonnenbrille rein, Digga.
Sonnenbrille. Komm mit Bandana, Sonnenbrille und so. Wenn ich reinkomme, ich mach so. Was gut? Dann war er bei 72. Dann hat der Gegner aggressiert. Jetzt kommt er bei 79. Weil er meinte, der Gegner meinte dann auf den 75 ist Grenze. Wenn er heute 14.75 Uhr wiegt, dann machen wir. Komplett nicht raus? Aber Bruder, was willst du denn raus? Er darf eh nicht raus, er darf eh nicht raus. Und jetzt weiß ich nicht, ob die noch kämpfen oder nicht. Auf Amateur, du darfst nicht mit, wie bei Jim. Ach so, ja. Wir wollen dabei sein. Auch du darfst nicht mit Elbow und auf Barfuß. Wenn er jetzt noch Amateurkämpfer drin ist, der muss hin. Hey, alles gut, Bruder, bei dir? Nervt keiner, Bruder. Auch schon mal arbeitet? Bruder, wenn jemand nervt, sag uns doch Bescheid. Sag mal, du? Wenn jemand? Wenn jemand nervt, dann sag uns Bescheid. Da hast du keine Tücher, die du hast. Was? Soll ich den Kampf nicht oder sicherst du schon? Alles gut. Ja. Hey. Aber geh einfach auf die Seite. Hey. 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 Okay, ich will ja den länger auf. Also ich habe den Typen gefragt gerade, ob ich hier diese Überlegung das anziehen darf. Er meinte ja, wenn man ihn fragt, dann haben wir es anziehen. Also habe ich das so gesagt. Ich fühle mich super bereit. Ich fühle mich fit. Ich mach Fettigkeit, weißt du? Ja, danke. Jetzt ist er drin. Wie geht's dir? Bist du bereit? Ready, Digga, ready! Ah, du bist der Bruder von Sefula, ne? Ja. Hab ich auch schon. Ich muss Sefula, ich muss dich gleich mal abmachen. Du kennst ja gleich, ich muss mal abmachen. Ich brauch ein paar Informationen über ihn, weißt du so. Ich weiß, er will mir nichts erzählen, er ist aber geheim. Mohammed Boris Gataev. Mohammed Boris Gataev, okay. Final Bilanz 1-1. Nur mit, ich habe hier nur mit Promis zu tun aus Hamburg, weißt du? Ich hoffe, erlaubt mir, dass ich in Hamburg irgendwann komme, weißt du? Komm noch. Ja, noch von uns. Trainer ist eigentlich. Ich muss noch kurz. Inshallah werden wir gewinnen. Inshallah. Zwei Kämpfer kämpfen wir mal. Inshallah, beide werden gewinnen. Unser ganzes Team, Bruder. Inshallah. Am besten nicht blinzeln. Richtig. Vier Kämpfe gemacht, davon waren drei Amateure. Ich kann das sehen. Sehr von heute dein Fight Night. Heute mein Fight Night. Wir haben gehört, dass du der Hauptkampf bei den Amateuren bist. Bei den Contenders bin ich der Hauptkampf. Sehr stark. Wie viel Kilo kennst du? Ich kämpfe 72. 72, oder? Ja. Was bist du für ein Kämpfer, Standkämpfer, Bodenkämpfer? Standkämpfer. Ich kann alles. Ich bin ein Allrounder, aber mehr bin ich Stand. Sehr, sehr stark. Mein Stand ist auch die Bombe. Danke. Was? Stell du meinst, er zieht Bandagen an. Ja. Ruhe vor dem Sturm! Ja.
Ja, ich war noch nicht hier drin. Ist das El Ahmad? Ist El Ahmad. Ey, ihr macht euch warm, ne? Ich hole, ich bin dann hier, wenn ihr zum Kampf geht, bin ich dann da. Ich gehe dann mit euch rein. Salafi. Du kämpfst bei mir als erstes, ne? Ja, ich kämpfe von uns als erstes. Mal drei. Die Sache ist die, wenn man jetzt noch anfängt, das aufzuwärmen, dann werden die Gefäße ja im Endeffekt dicker. Man kann es halt, dass die Hand noch ein bisschen anschwillt, dann ist das halt eng. Okay. Ahmad, kommt mit dir rein. Wenn ihr in Kraft reingeht, während ihr reingeht, sagt Allahumma inni aus Al-Kal Quata. Das bedeutet, dass ein Dua, dass du von Allah gibt mir Stärke als Allah. Allahumma inni aus Al-Kal Quata. Al-Quwa, Al-Quwa. Al-Quwa. Al-Quwa, genau, Quwa. Quwa. Quwa heißt Stärke. Allahumma inni aus Al-Kal Quwa. Gut trainiert, wir haben unsere Schwäche, wir haben Allah, jetzt alles hängt von Allah ab, wir können nichts weitermachen, so wie ich es gerade mal sage. Einfach abliefern, wir zeigen, was wir können. Wenn wir verlieren, es ist egal, ob verlieren oder gewinnen. Alhamdulillah, weißt du? Vielleicht wollte Allah nicht, dass wir dieses Mal gewinnen, dann gewinnen wir nächstes Mal. Inshallah. Wenn wir diesmal gewinnen, auch Alhamdulillah für den Sieg. Was ich sehr, sehr hoffe, wovon ich sehr, sehr ausgehe, dass wir alle hier siegreich rausgehen. Inshallah. Aber dass wir das im Kopf haben, immer Alhamdulillah, auch dass wir gerade hier sind, dass diese ganze Organisation da ist. Das kann nicht jeder machen. Ja, aber das ist echt. Osman check. Oder wer steckt drin? Showtime. Wir sind schon. Schneid alle rein, Parts von dir und von euch. Alle Parts. Was? Ich schneid alle Parts von euch rein. Alle. Nächste Schicht an. Nächste Schicht an. Ja, wir sind jetzt fertig mit den Kämpfen. Heute kämpft Mohamed Diab. Tu nicht die UFC. Achso. Ja, die Kämpfe sind. Bruder. Bruder, eine Frage, ne? Warum gehst du hinter die, Bruder? Du kennst doch die gar nicht. Bruder, ich kenn die gar nicht. Warum gehst du hinter die? Schau ich gleich. Bruder, ich hab Knicks von euch. Herzlichen Glückwunsch, der Gewinner. Eigentlich schon, Ari. Unser zweiter Gewinner, unser erster Gewinner. Und unser dritter Gewinner. Nicht gut, bin mir ehrlich. Ja,
Schlagen und dann kannst du weiterhin kontrollieren. Okay. Aber nicht beide Hände für Kontrolle verschwenden. Oh, okay. Du musst Schaden machen. Versuch jede Situation zu nutzen für einen Schaden. Ellbogen. Das Profikampf. Ellbogen nicht vergessen. Ein Ellbogen kann einen Kampf entscheiden. Und jetzt möchte ich mich aufnehmen. Ellbogen. 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 Yes. Nicht zu viel. Was? Das war's. Oder ich hab immer die Züge gemacht, 2-3 Stunden. Ja. Weil du weißt, ich hab gekämpft. Ja, ja. Sagen sie dir, nächste. Und um 1, dann 5 Mal erholen, danach 5 Mal überholen. Was du hast ja nicht. Du bist schon. Ich verstehe, dass ein Täuschner, weil das sah eigentlich aus wie eine dominante Performance. Also ich sag, ich bin ehrlich, ich hab meine Arbeit. Am Ende entscheiden, dass die Wucht nicht nach. Und genau. Großen Applaus für den lieben. Obwohl er längere Hände hatte. Oder er hatte langere Hände, aber er hatte keinen Kopf, oder seinen Kopf könnte man nicht sehen. Er ist ein korrekter Typ, ein ganz normaler korrekter Typ. Also. Zieh dann. Okay Jungs, wie viele Sieger haben wir heute geholt? Oder ein Schaden. 4 von 4. Der letzte Sieg. Der stärkste Kämpfer, den wir haben. Mohamed Dia. Ja, was sagt man, wohin gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt zu Ring Knife. Ja, ich mache einen Test. Sag zu euch, soll ich den Film? Okay, komm, los. Alles okay. Jetzt warten wir auf Mohammed. Heute Sieg. Alles gut? Ja, bei dir? Was soll ich fragen? Was soll ich fragen? Sag mal, was er sagen soll.
Was ist? Was soll ich am besten sagen? Bruder, kannst du vielleicht uns ein bisschen von dem Event erzählen? Was denkst du als erstes Event von UFF? Genau, ja. Was ist mein Chitinka? Sollen wir warten wegen Musik erstmal? Ja, wollen wir vielleicht da hinten, wenn du Zeit hast, kurz eine Minute, Bruder. Komm, geh mal. Jetzt bist du YouTuber. Also, wie geht's dir erstmal? Alles gut, ey. Erstmal Glückwunsch. Danke. Und sehr, sehr starker Kopf. Danke. Weil ich dich fragen wollte, was hältst du von unserem ersten Event UFF? Also bis jetzt, geile Halle. Die Halle gefällt mir hier in Lüneburg. Schön moderner Auftritt. Zuschauer sind ordentlich schon da, ein paar tausend Leute. Qualität alles drumherum. Gefällt mir gut. Die Kämpfe waren bis jetzt auch echt gut. Sein Kampf war richtig stark. Hat einen Sieg geholt. Ja, Mann. Sieht gut aus. Wenn Ringline es ja schon sagt, wenn Edmund das sagt, dann muss es ja stimmen. Stimmt auf jeden Fall. Schaut den Fight von ihm auf jeden Fall in voller Länge an. Der war geil. Und was die Frage, was wen unterstützt du heute? Für wen bist du heute da? Ich bin hauptsächlich heute für meinen Bruder Islam da, Islam Kapi Live. Ja. Der macht heute den zweiten Hauptkampf. Der ist mit mir aus meiner Stadt, aus Nürnberg. Dann der andere Islam, der kleine Islam von uns, hat auch gekämpft heute. Hat auch schon einen Sieg geholt, ja, der Kulikov. Und dann bin ich auch noch für den Hussein Kadi Magomayev, bin ich auch da. So auch zuschauen, ein bisschen supporten. Genau. Also, aber hauptsächlich, wie gesagt, für meinen Bruder Islam Kapi Live. Ich hoffe, der holt sich heute auch wieder einen knackigen Sieg. Ja? Ich hoffe, das ist auf jeden Fall ein sehr starker Kämpfer. Ich habe auch gesehen, ist bei Islam. Dubi Live. Ich habe seinen Namen Kapi Live. Der ist voll Kulikov. Kulikov, genau. Bei dem habe ich geguckt, auch ein sehr starker Kämpfer. Ja, ein richtig guter Ringer. Im Stand, Striking und so muss er noch ein bisschen verbessern. Aber sein Ringen ist richtig gut. Ich hoffe, der Islam hat mir einen Knockout versprochen. Und ich hoffe, den Knockout zaubert er auch, damit das Publikum noch mal ein bisschen Blut sieht. Aber ich hoffe, das werden noch mal saubere, faire Kämpfe, ohne Auseinandersetzungen oder irgendwas draußen, weißt du, ohne Drama. Einfach nur faire, geile Kämpfe, damit wir alle einen geilen Abend haben. Ja. Und dann Kollege Mohammed Diab, er kämpft auch gleich. Er ist gleich der nächste Kampf, ne? Mohammed Diab? Ja, er ist danach. Ja, er ist danach. Er hat noch einen Kampf in seinem Land. Und wir haben auch vorhin jetzt sein Team, Mohammed Diab. Wir haben ihn auch einfach versprochen. Versprechen halten. Ja, viel Erfolg an dem Essen, ja. Durchziehen, Jungs, ja. Teilen. Ihr wisst, was es heißt, ja. Liken, abonnieren, teilen, alles Mögliche, damit das Video viral geht. Perfekt, vielen Dank. Danke. Aber du hast ihn endlich getroffen, was denkst du? Das heißt endlich, ich hätte ihn auch so getroffen, aber das war nur gerade so eine Gelegenheit, die musste ich schnappen. Steig dabei. Weiter. Spürst du in der Hüfte? Ja. Muss mein Mundschutz? Ja, ja, alles da. Aber ist der Kampf zu Ende? Ja. Ja, okay. Wir waren unterbrochen. Also halt abgebrochen. Warum? Knie am Kopf, keine Ahnung. Also, ja, irgendwas hat er ja. Kann losgehen? Ja. Jungs in die Ecke. Habt ihr alles Wasser? Immer ein bisschen Wasser, ein bisschen. Wo ist dein Handtuch? Wo ist dein Handtuch? Wir brauchen ein Handtuch. Schnell ein Handtuch. Wo ist dein Handtuch? Das Ziel ist, tief zu bleiben und lange Hände. Und beweg dich. Beweg dich. Hey, nutz den Raum, aber nicht am Zaun rumlaufen. Okay? Nutz den Raum. Hände hoch. Du musst vom Zaun weg. Weil sobald du am Zaun bist, wenn du das versuchst, Ja, Seite, Wange.
und nicht zu überhastig. Lass dir Zeit, nur bumm, Führhand. Führhand von dir. Ja. Bleib gerade, nicht das hier. Bleib gerade. Stand ist dein Welt. Boden ist dein Schreck. Fein hoch. Nicht reinfallen. Was Mohamed! Hoch, 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 hoch! Ander hoch,
Acht auf den Rücken, dreh dich zu ihm, Mohamed. Dreh dich zu ihm. Zu ihm drehen, Mohamed. Zu ihm drehen. Ja. Hüfte tief. Hüfte tief, Mohamed. Hüfte tief. Dreh dich zu ihm. Zu ihm drehen. Zu ihm drehen. Arm rein. Andere Hand hoch rein. Erstmal Block. Erstmal Block, Mohamed. Hüfte tiefer, Mohamed. Mach dich schwer. Dreh dich zu ihm. Zu ihm drehen. Zu ihm drehen. Mohamed, zu ihm drehen. Dreh dich zu ihm. Ja. Hüfte tiefer. Hüfte tiefer. Hüfte tiefer. Befrei den Arm. Befrei den Arm. Drück den Kopf runter. Drück den Kopf runter. Schlagen, schlagen, schlagen. Ja, sehr gut. Hüfte zur Seite. Hüfte zur Seite. Hüfte zur Seite. Arsch zu mir. Arsch zu mir. Arsch zu mir, Mohamed. Dann Hüfte zu mir. Kopf hoch. Kopf hoch, bleib tief. Kopf runter drücken, drück deinen Kopf runter, drück deinen Kopf runter. Kopf runter, schlagen, 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 schlagen. Hüfte tief, dreh dich zu ihm. Dreh dich zu ihm, mach dich tief. Tief am Moment, mach dich tief. Hüfte tief. Hüfte tief. Dreh dich zu ihm, Moment. Weg vom Zaun, Doppeljab, Doppeljab. Was geht denn? Was? Zwei Minuten, aber zwei Minuten. Doppeljab. Doppeljab rechts. Bewegt rechts. Weg vom Zaun, weg vom Zaun. Hüfte tief. Schlagen, schlagen. Jetzt dreh dich zu ihm. Hüfte tiefer! Hüfte tiefer! Bleib hoch! Arm hoch! Arm hoch! Arm hoch! Hüfte tiefer, Mohamed! Dreh dich zu ihm! Zu ihm drehen! Arsch auf andere Seite! Auf andere Seite, Mohamed! Noch eine Minute! Ein Jukide! Weiter verteidigen! Zu ihm drehen! Zu ihm drehen! Ja, so ist gut! Zum Kopf, zum Kopf, zum Kopf. Hände hoch, weg vom Zaun, weg vom Zaun. Weg vom Zaun. Doppeljab, 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 Doppeljab rechts. Mohamed zum Kopf. Und mit Haken abschließen. Komm. Weiter, 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 Mohamed. Weiter. Beweg dich, beweg dich. Beweg dich. Hände hoch! Renn! Sei wach! Dein Kampf! Dein Kampf! Hüfte tief! Andere Zaun! Weg vom Zaun, Mohamed! Andere Seite! Andere Seite! Hüfte tief! Hüfte tief! Hüfte tief! Zieh den Arm hoch! Zieh den Arm raus! Nein! Nein! Kein Jutine! Kein Jutine! Löst den Arm! Löst den Arm! Drück den Kopf runter!
Ja. Alter, wo hast du gut geschlagen? Welche Runde haben wir jetzt? Eins, zwei, dritte, letzte Runde, Digga. Aber das Ding ist, Mo hat jetzt das Schwerste überwunden. Jetzt muss er sich zusammenreißen, Digga. Ich bin für fucking Mo, Digga. Mohammed, wenn du willst, ich will gerne mit dir trainieren. Du bist Monster. Passiert nichts. Du müsstest zur Seite gehen und dann hättest du schon gewonnen. Und du hast irgendwann losgelassen. Wenn ein Triangle nicht klappt, dann wurde der Armbar. Oder dass du überhaupt gegen einen Grappler Triangle bekommen hast, oder Respekt. Ne? Teufel. Aber gut gemacht, dann. Schlüssel. Doch, Digga, den darfst du nicht vergessen. Vergessen wir den auch. Super. Bist du für YouTube? Ja, Bruder. Er meint, ich muss auch. Ist mega gekämpft. Beim nächsten Mal habe ich einen. Super gekämpft. Ich bin stolz auf dich. Ist super gekämpft. Ganz stolz auf dich sein. Das war ein hartes Match. Ein richtig. Mann! Ja, leck dir, Alter. 65. Wenn du was essen magst, ich hab vorher. Mehr Kämpfe. In der blauen Ecke, 28 Jahre jung, 1 Meter und 72 groß. Was ich sagen wollte, mal kommt mein Sponsoring. Musst du doch fleißig sein, Mann. Ich werd fleißig, ich verspreche dir. Ja, ja? Ich will sogar in die Hansa. Ja, mach das. Also. Guck mal, du bist jung, du bist groß, ja. Du bist leicht, du bist nicht fett, du bist athletisch. Ja. Ja, ich mach das. Machst du, ja? Ich hab mit dem Sparring gemacht, da war 17 Jahre alt, ein kleiner Junge, und da war schon saustark. Ja, du sagst. Harter Hund, ein richtig das harter Hund. Das kommt auf den Kanal von Mohammed, ne? Das ist Mohammeds Lüge. Ja, sehr gut. Er ebenfalls ein harter Hund. Der hat eine Gelegenheit gehabt gegen einen Bodenkampf-Champion, hat leider nicht geklappt, aber beim nächsten Mal dafür. Hoffen wir. Auf jeden Fall. Ich dachte, ich hatte ihn weggegeben. Bruder, ich sagte, du hast den Kampf locker gewonnen. War es locker, du hast den Kampf fast gewonnen. Der ist gekommen, ein bisschen zur Seite und wird es ein bisschen mehr jappen können. Ich sag's und du stehst immer noch so. Er macht's so. Ich hab dir gesagt, Jack. Also Leute, Mohammed ist gerade nicht in dem Zustand, wo er mit uns reden kann oder vor die Kamera stellen kann. Auf jeden Fall, der Abend ist so verlaufen, wir haben den 5. Sieg von Mohammed leider nicht geholt. Aber Mohammed hat trotzdem sehr stark gekämpft. Er hat das Beste rausgeholt, was er rausholen kann. Er hat richtig gut gekämpft. Er hat alles gegeben. Das war auch das Ziel. Es ist egal, ob Win, ob Gewinnen oder Verlieren. Er hat, Alhamdulillah, er lernt daraus. Aus Fehlern lernt man. Das ist nur der erste Schritt, das ist nur der Anfang. Deswegen, er sollte sich keinen Kopf machen für die anderen. Wir haben gewonnen auch, Alhamdulillah. Und was wir noch sagen wollten, der Abend, wir lernen aus alles. Und wir werden auch alles weiterhin geben. Es ist nur Rizq von Allah. Und Alhamdulillah. Und alles, was geht, kommt auch wieder zurück. Das Beste kommt erst nach dem Schlechtesten. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung.